Karin Mischke auf dem Weg zur Arbeit. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches, auf den zweiten Blick aber Außergewöhnliches. Denn die 52-Jährige aus Gütersloh sieht eigentlich nicht richtig, wohin sie geht und wo sie steht. Karin leidet unter einer heimtückischen Netzhauterkrankung, das sogenannte Stargardt-Syndrom. Ihre Sicht ist getrübt, die Sehschärfe stark eingeschränkt. Also ich habe rechts und links zusammen habe ich 20%. Also das linke ist schon mit 5% und das hat 15, macht zusammen 20. Kein Problem. Trotz ihres Handicaps hat sie hier beim Customer Service bei Avato Bertelsmann in Hannover im Wareneingang einen neuen Job gefunden. Die Ware, die per LKW angeliefert wird, muss Stück für Stück aus Kartons entnommen werden und danach ins System eingescannt werden. Mit Lupen und Sehhilfen am Arbeitsplatz schafft sie die Anforderungen und nicht nur das. Wir kannten sie ja vorher nicht. Sie ist also hierher gekommen, um 4 Tage Probe zu arbeiten, damit wir uns mal angucken können, passt der Arbeitsplatz zu Karin, passt Karin zum Arbeitsplatz, kann sie mit ihren Hilfsmitteln diese Arbeit überhaupt erledigen. Das Ergebnis war überragend. Also sie hat im Grunde gleich am ersten Tag mithalten können, hat das alles mit Bravour geleistet. Also ich bin sehr, sehr zufrieden hier und das war schon nicht einfach, den Standort zu wechseln, weil ich komme ja gebürtig aus Gütersloh und bin jetzt nach Hannover, Großstadt, ist schon was anderes. Die Mitarbeiter sind wirklich sehr, sehr nett. Die haben mich hier wirklich sehr gut aufgenommen. Also ich bin echt gut und ich habe den Schritt so nicht bereut. Das klang vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders. Karin Mischke verlor nach 28 Jahren treuen Diensten bei Sonopress in Gütersloh betriebsbedingt ihren Job. Also ich war schon am Boden zerstört, weil ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit, weil man sagt ja immer, Behinderte sind nicht kündbar, aber man hat ja gesehen, es ist möglich. Und dadurch war ich schon ganz schön erschrocken, dass ich gekündigt worden bin. Und nach 28 Jahren, da denkst du doch nicht mehr, dass man entlassen wird. Eine tiefe Krise im Leben von Karin Mischke damals. Aber das Energiebündel gab nicht auf und machte sich schlau, wie es weitergehen könnte. Ihr Wille und die Hilfe wichtiger Unterstützer waren auf ihrem schweren Weg der Schlüssel zum Neuanfang. Vor allem die Konzern-Schwerbehindertenvertretung von Bertelsmann mit ihrem wichtigen Netzwerk. Es sind schon besondere Kräfte, die sie auch aufwenden musste und sich ganz sicher sein, ich gehe diesen Schritt, ich gehe diesen Weg. Obgleich ich durch die Sehbehinderung ja den Weg nicht, von der Örtlichkeit her gar nicht so sehen kann. Sie hatte ein komplett neues Umfeld, komplett neue Stadt, neue Wohnung, neue Wege, neuer Betrieb, neue Kollegen. Es ist einfach alles neu. Und wirklich alle Hochachtung, dass sie das so toll gemeistert hat und immer noch die Motivation hat mit den tollen Kollegen hier. Da gehören die Kollegen natürlich alle dazu, die sie prima hier aufgenommen haben und fantastisch mit ihr umgehen. Also großes Lob hier auch an den Standort Hannover. Hannover, ein 6er im Lotto für Karin. Denn viele Kräfte wirkten gemeinsam für ihre Einstellung. Personalabteilung, Betriebsräte und die Schwerbehindertenvertretung vor Ort. Alle sind am Happy End von Karin Mischke beteiligt. Bis heute, und das Ergebnis zeigt so einfach, wenn man hier schaut, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, die wir hier erleben. Und mich persönlich und auch die Personalabteilung hier und alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die da mitgewirkt haben, freut das natürlich sehr, dass wir hier ein gutes Ergebnis hinbekommen haben. Ein Ergebnis, das ohne die Bertelsmann Transfergesellschaft und das Team von Jürgen Becker nicht möglich gewesen wäre. Ein Segen für Karin Mischke. Die Bertelsmann Transfergesellschaft ist eingerichtet worden, um Kolleginnen und Kollegen, die in Konzernunternehmen betriebsbedingt ihren Arbeitsplatz verlieren, aufzufangen und im Zeitfenster von 36 Monaten möglichst innerhalb des Konzernes oder aber auch am externen Arbeitsmarkt zu unterstützen, um sie dort wieder in Brot und Arbeit, also sprich in eine unbefristete Tätigkeit hineinzubringen. Karin Mischke ist ja nun etwas eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, dadurch, dass sie halt sehr wenig sehen kann. Andererseits muss man sagen, ist sie in ihrer ganzen Offenheit, ihrem Optimismus, ihrer Lebensfreude denjenigen, die vermeintlich als gesund gelten, deutlich voraus, ist eine von den wenigen, die wirklich auch den Schritt in die Ferne von Gütersloh nach Hannover gewagt haben, um wieder eine neue Aufgabenstellung wahrnehmen zu können. Das macht sehr viel Mut. Und noch viel mehr. Karin kann auch schon andere Arbeiten, zum Beispiel an der Taschensortieranlage, erledigen. Der Einsatz der BTG hat sich allemal schon gelohnt. Ich bin eigentlich zutiefst beeindruckt, insbesondere von der Leistung von Karin Mischke, denn letztendlich steht und fällt das alles mit dem Mitarbeiter, der sich offen zeigt. Und das bei Karin Mischke war wirklich ein besonders
beeindruckender Fall. Ortswechsel, wie Sie eben schon sagten, und private Situation einfach nochmal umkrempeln. Tolle Leistung. Leistung kennt kein Handicap. Karin Mischke sieht zwar wenig, aber sie öffnet den anderen Mitarbeitern die Augen, den Blick auf das Wesentliche im Leben. Wie kommt sie so an bei Ihnen und was ist es für ein Mensch? Wie arbeitet sie? Also die Kollegin ist natürlich durchweg positiv. Sie ist hervorragend. Wir arbeiten sehr gerne mit der Kollegin zusammen. Die ersten Eindrücke, die wir sammeln konnten mit der Kollegin gemeinsam, ist halt wirklich, dass wir voneinander lernen, miteinander auch täglich lernen. Das nennt man gelebte Inklusion. Gerade in Hannover wird viel getan, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Handicap voll in das Arbeitsleben integriert werden. Dafür setzen sich auch die Schwerbehindertenvertreter vor Ort ein. Wenn man den Leuten die Chance gibt, ihre Leistung zu zeigen und sie eben mit den technischen Hilfen, die man zur Verfügung stellen kann, damit sie diese Leistung auch in ihrer Gänze ausschöpfen können, zur Verfügung stellt, dann leisten diese Leute das auch und sie arbeiten gerne. Sie kommt mit viel Freude und Neugierde täglich zur Arbeit und gibt es mal Konflikte oder braucht sie Lösungen bei anderen Dingen, zum Beispiel beim Treppensteigen, dann geht sie auf die Menschen zu, die ihr helfen. Und dann hatte ich das dann angemerkt und dann hatte man mir dann so Klebestreifen hingemacht, dass man jetzt weiß, da ist eine Stufe und dann ist dann da jetzt auch die Stufe zu Ende. Und dann, das läuft super klasse. Der Standort Hannover erweist sich als Glücksgriff für Karin Mischke. Hier fördert man die Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer und das menschliche Miteinander. Dafür zeichnet sich vor allem auch einer mit einem großen Herzen und einer genialen Idee verantwortlich bei Bertelsmann. Roland Droste startete 2016 eine einzigartige Kampagne, die weltweit große Beachtung fand. Mit Hilfe eines Rollstuhlmodels und einer Anzeigenaktion No Barriers, keine Schranken, suchte man gehandicapte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bereich Customer Service E-Commerce in Hannover. Viele Menschen bewarben sich daraufhin, auch ohne Behinderung, eine Kampagne, die 2016 als beste Arbeitgebermarke unter Top-Unternehmen prämiert wurde. Hier ist umso wichtiger, dass wir zeigen, dass wir mehr als normale Arbeitgeber sind. Und inklusives Arbeiten gehört da ganz wichtig hinzu. Da achten Menschen drauf. Wir haben sehr viel Lob auch in den Netzwerken, in den viralen Netzwerken bekommen für unsere Kampagne. Und plötzlich gingen auch die Bewerbungszahlen hoch in den Bereichen, wo wir gar nicht nach Menschen mit Behinderung gesucht haben, weil viele gesagt haben, wow, so ein Arbeitgeber, das ist klasse, das ist eine Motivation für uns auch zu sagen, da möchten wir auch arbeiten. Zufriedenheit mit sich und der Welt und am Arbeitsplatz, fragen Sie nach bei Karin Mischke.